Sechs-Laute-Methode nach Meister Ma Li Tang ist eine Qigong-Art, die sehr alt ist. Es kommen hierbei Bewegung, Atmung, Vorstellungskraft und die Stimme zum Einsatz. Es wird durch die Nase eingeatmet und durch den Mund ausgeatmet. Beim Ausatmen stellt man sich vor, Verunreinigungen und verbrauchte Energie auszuleiten und beim Einatmen frische Energie für ein bestimmtes Körperorgan aufzunehmen. Mit etwas Übung kann man den Atem schließlich in das jeweilige Organ lenken. Der bestimmte Laut, der dem Organ zugeordnet wird, kommt jeweils durch den offenen Mund beim Ausatmen zum Einsatz. Es sind sechs Übungen, die jeweils einem Funktionskreis zugeordnet werden. Es handelt sich um Leber-Gallenblase, Herz-Dünndarm, Milz-Magen, Lunge-Dickdarm, Niere-Blase und den dreifachen Erwärmer. Jede der sechs Übungen wird sechsmal wiederholt. Nach jeder einzelnen Wiederholung werden die Hände aufgelegt und es wird nachgespürt. Beim Wechsel zwischen den Übungen wird dreimal der kleine Atemkreis durchgeführt. Die Grundhaltung ist gelassen und entspannt. Wir beginnen mit Leber-Gallen-Blase. Die Hände berühren das Gesicht nicht. Sie berühren auch nicht den Körper. Locker und ganz entspannt auflegen auf den Nabel. Nachspüren. Und aufs Neue. Vor das Gesicht ohne Berührung und vor dem Körper senken ohne Berührung. Ganz entspannt die Arme und jetzt locker auflegen. Die Männer haben die rechte Hand außen, die Frauen haben die linke Hand außen.